Aber Ina, wenn du jetzt schon mal hier bist, ne, dann ja. will ich natürlich auch mit dir etwas zusammen singen. Und zwar gibt es einen Song, da treibt mich der Text wirklich schon sehr, sehr lange um. Und ich weiß ja dich auch, weil wir uns darüber unterhalten haben. Und das ist so ein Song, ich würde sagen, der läuft eigentlich auf jedem Schützenfest wahrscheinlich. Keine Angst, es ist nicht Laila. Aber ich meine diesen Song, in dem Roland Kaiser und Maite Kelly Gefühle haben. Ja. Sehr viele Gefühle, die sie aber offensichtlich gar nicht wollen. Oder aber irgendwie doch. Also es ist höchst kompliziert. Wir hören mal kurz rein. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Wir warten so voll Leidenschaft. Es ist wirklich furchtbar. Nee, in der ersten Reihe sieht auch so mitgeklatscht, aber so, oh Gott, ich weiß nicht, was mein Körper da tut. Ja, warum aber hast du nicht Nein gesagt? Das ist so, das ist, also erstmal hier schöne Verantwortung abgeben. Ja, hier, sie hat nicht Nein gesagt, ne? Schön, dass man sich die Frage überhaupt stellt, aber es ist natürlich ein etwas problematischer Beigeschmack, möchte ich sagen. Aber es ist dieses ganz typische, wie Schlager ist ja nicht mehr der Vicky Leandros-Schlager, wie man ihn so von früher kennt, wenn... Nee. Udo Jürgens und so weiter, das konnte man ja alles gut hören. Jetzt ist es ja immer ein Marschiermarsch. Also ja. Es ist ja wirklich immer so. Und das ja. macht der Deutsche. Der Deutsche marschiert. Ja, der marschiert. Und ganz vorne marschiert jeder Song von Helene Fischer. Es ist wirklich so. Ja. Und dann geht's los, da genau. wird marschiert. Wir mögen das. Ja. Ja, aber wir mögen den Text nicht von diesem Song. Wir mögen ihn nicht so gerne. Sondern wir haben uns einen etwas realistischeren Text, so wie der wahrscheinlich in der Konversation am ehesten auch in so einer Kneipensituation abgeht, würde ich sagen. Ina, möchtest du mein Roland Kaiser sein? Ja, sehr gerne. Ich habe unsere Stimme. So, wir haben natürlich den Text ein bisschen bearbeitet. Das heißt jetzt nicht, warum hast du nicht Nein gesagt, sondern ich habe doch ganz klar Nein gesagt. So, und los. Du solltest schon seit Stunden nach Hause gehen. Du solltest nicht zu nah bei mir stehen. Du solltest nicht, du solltest nicht. Ich wünschte, dass ich wieder alleine bin. Ich warne dich, ich zähle jetzt noch bis 10. Und dann will ich dir gleich in die Augen springen. Du solltest nicht, du solltest nicht. Ich sag's dir nochmal fürs Protokoll. Ich hab doch ganz klar Nein gesagt. Lass deine Hand bei dir. Hab nichts gesagt von fass mich an. Was muss denn noch passieren? Ich hab doch ganz klar Nein gesagt. Hat dir nichts ausgemacht? Wer hat dir sowas beigebracht? Einfach nur ekelhaft. Ich wollte hier nur kurz einen trinken gehen. Wenn hier nicht nur Idioten wären. Ihr solltet nicht. Und schieb's bitte nicht einfach nur aufs Bier. Meine Blicke sagen alles. Solche Typen will einfach keiner mehr. Es ist die Pest und ich sage nochmal. Und jetzt alle! Ich hab doch ganz klar Nein gesagt. Lass deine Hand bei dir. Hab nichts gesagt von fass mich an. Wirst du es je kapieren? Ich hab doch ganz klar Nein gesagt. Hat dir nichts ausgemacht? Wer hat dir sowas beigebracht? Das ist nur ekelhaft. Ina Müller als Roland Kaiser!
Das Video ist schon vorbei, ist aber gar nicht so schlimm. Ihr könnt einfach hier das nächste Video anschauen, hier unseren Kanal abonnieren oder ihr macht was ganz Verrücktes und geht hier in die ARD-Mediathek für ganze Folgen und vieles mehr.